Willkommen auf unserem Kanal Salonlesungen bei der Lesung Tucholsky-Satiren. Es lesen Renate Woltron, Christa Kern, Manuel Gierisch und Renate Giplauser. Wir freuen uns über Spenden. Die Möglichkeit dazu finden Sie im Text unseres Kanalimpressums. Empfehlen Sie uns weiter. Die Lesungen bleiben online verfügbar. Gute Unterhaltung. Was machen Menschen, wenn sie allein sind? Der Uhu, 1926. Diese Frage hat Maxim Gorki einst gestellt und er hat sie fast tragisch beantwortet. Vor allem, er hat sie für Russen beantwortet. Was aber tun brave Mitteleuropäer? Zunächst ist festzustellen, dass in dem Augenblick, wo der Mann allein ist, etwas von ihm fällt. Eine dünne Haut, eine zarte Maske. Einer der größten deutschen Dichter, Lichtenberg, hat einmal die Beobachtung aufgezeichnet, wie Menschen in Nebenstraßen ein anderes Gesicht aufsetzen als in Hauptstraßen. Daran ist viel Wahres. Was also tut der Mann, wenn er allein ist? Ist er ohne feste Beschäftigung, so wird fast jeder Mann um etliche Jahre jünger. Er beginnt, wenn auch nicht zu spielen, so doch seinem Spieltrieb leise nachzugehen. Es ist viel Jungenhaftes, was sich da meldet. Ich glaube, dass kinematografierte Menschen, die allein sind und sich unbeobachtet glauben, zu den komischsten gehören müssen, dass es gibt. Die Tür ist zugefallen, du bist allein, was nun? Die Sache fängt für gewöhnlich damit an, dass man bei ganz vernünftigen Handgriffen mit etwas völlig Sinnlosem beginnt. Ein kaum wahrnehmbarer Schleier von Irrsinn liegt auf Leuten, die allein sind. Du nimmst die Bürste, das ist wahr, aber dabei hebst du einen Kamm auf und wenn du auch nur eine Minute Zeit hast, balancierst du den ein bisschen und wenn du nicht balancierst, dann fängst du an, irgendetwas in Reih und Glied zu legen und wenn du es nicht in Reih und Glied legst, was sehr beruhigt, dann trommelst du mit dem Nagelreiniger auf einer Seifenschale. Welcher Oberregierungsrat hätte noch nie im Bad mit dem Thermometerschiffchen gespielt? Auch ist sehr schön, Männer, die allein sind, singen zu hören. Dass die Majorität so schön singt wie Susanne Lenglen, mag noch hingehen, aber was sie so singen? Zunächst 50 Mal dasselbe Lied, nein, denselben Liedfetzen, dieselben paar Takte, immer sentimentaler, immer falscher, immer im Rhythmus dessen, was sie gerade tun. Auch verwandelt sich der Text leicht in einen völlig wahnsinnigen Indianergesang. Valencia, lass mich wippen, 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 auf den Kippen, 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 mit der ganzen Kompanie. Naja, das klingt nach 61 Wortwiederholungen ganz menschlich. Und man kann es auch pfeifen. Dann gibt es etliche, die sprechen sehr leise mit ihren Sachen. Es erhebt sehr, wenn man die Arbeit mit frommen Sprüchen begleitet. Wo ist denn der Schuh? Wo ist denn der Schuh? Jetzt, kleiner Chor. Schuh, 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 Schuhuhu. Dann? Na, da bist du ja. Vielleicht lässt du dich noch 3 Stunden lang suchen. Hund! Rums! An die Wand. Großes Orchester. Prara, ha, 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 ha. Gesprochen. Das Zahnwasser ist alle. Gejodelt. Alle, alle! So an sonnigen Tagen. Für alle Tage aber gilt eines, das bei allen Alleinseiern zu beachten ist, wenn die nicht gerade mal in 8 Minuten sich anziehen müssen, um ins Geschäft zu stürzen. Das sind die amüsanten kleinen Umwege, die ihre Betätigung vornimmt. Sie machen Kurven, schlagen Bogen, spielt unterwegs, verbraucht den Kräfteüberschuss, den jeder gesunde Mensch innehat. Und das ist bei der Arbeit nicht anders. In Sinclair Lewis' herrlichen Babbitt steht zu lesen, wie der Held dieses amerikanischen Romans arbeitet, wie er Zettelchen vollschmiert. Und ich bin überzeugt, dass wir alle so zu malen beginnen, wenn wir das tun, was wir mit Denken bezeichnen.
Es ist bekannt, dass die meisten Menschen keinem Redner zuhören können, ohne Männchen zu zeichnen. Es ist, als ob neben der eigentlichen Kraft des Arbeitsmotors noch ein Notnebenstrom herliefe, der Schnitzel und Späne auf einer Säge produziert. Nutzen hat das keinen. Aber ohne den Strom geht es auch nicht. Arbeitet einer mit anderen zusammen im großen Büro, so lässt er seinen Eigenheiten im Allgemeinen nicht so ungehinderten Lauf. Hat aber ein Privatkonto, so schöpft er aus dem großen Reservebehältnis einer angeblichen Kraftverschwendung neue Kräfte. Dazu hat der Mensch seine Nägel, die Ohren, die Krawatte. Die Beschäftigung mit diesen Dingen stärkt sehr. Und aus der unergründlichen Tiefe eines Spiels mit dem Manschettenknopf und einem Blaustift steigen schwerwiegende Entschlüsse auf. Soweit die Männer, diese ewig Jungen. Kinder sind oft allein, auch wenn sie gar nicht allein sind. Sie spielen in einer Hülle von Jugend und Unbekümmertheit, die nur selten zerreißt, wenn sie Hunger haben oder sonst etwas Wichtiges wollen. Was Frauen tun, wenn sie allein sind, ahne ich nicht. Ein Weiser hat behauptet, eine Frau sei überhaupt nie allein. Sie stelle sich stets jemand vor und sei es auch nur einen Spiegel. Ich denke, dass sich ein Mann da kein Urteil erlauben kann, denn ist er mit einer Frau allein, dann ist sie nicht mehr allein. Er stört sehr und so mag diese Frage eine Frau entscheiden. Befürchtung. Weltbühne 1929. Werde ich sterben können? Manchmal fürchte ich werde es nicht können. Da denke ich so, wie wirst du dich dabei aufführen? Ha, nicht die Haltung, nicht das an der Mauer, der Ruf, es lebe nun irgendetwas, während man selber stirbt. Nicht die Minute vor dem Gasangriff, die Hosen voller Mut und das heldenhaft verzerrte Angesicht dem Feinde zugewandt. Nicht so. Nein, einfach der sinnlose Vorgang im Bett. Müdigkeit, Schmerzen und nun eben das. Wirst du es können? Zum Beispiel, ich habe jahrelang nicht richtig niesen können. Ich habe genießt wie ein kleiner Hund, der den Schluck auf hat. Und verzeihen Sie, bis zu meinem 28. Jahre konnte ich nicht aufstoßen. Da lernte ich Karlchen kennen, einen alten Korpsstudenten, und der hat es mir beigebracht. Wer aber wird mir das mit dem Sterben beibringen? Ja, ich habe es gesehen. Ich habe eine Hinrichtung gesehen und ich habe Kranke sterben sehen. Es schien, dass sie sich sehr damit plagten, es zu tun. Wie aber, wenn ich mich nun dabei so dumm anstelle, dass es nichts wird? Das wäre doch immerhin denkbar. Keine Sorge, guter Mann. Es wird sich auf Sie herabsenken, das Schwere. Sie haben eine falsche Vorstellung vom Tode. Es wird. Spricht da jemand aus Erfahrung? Dies ist die wahrste aller Demokratien. Die Demokratie des Todes. Daher die ungeheure Überlegenheit der Priester, die so tun, als seien sie alle schon 100-mal gestorben, als hätten sie ihre Nachrichten von drüben. Und nun spielen sie unter den lebenden Botschafter des Todes. Vielleicht wird es nicht so schwer sein. Ein Arzt wird mir helfen zu sterben. Und wenn ich nicht gar zu große Schmerzen habe, werde ich verlegen und bescheiden lächeln. Bitte entschuldigen Sie, es ist das erste Mal. Der Mensch, Weltbühne 1931. Der Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeugungen. Eine, wenn es ihm gut geht, und eine, wenn es ihm schlecht geht. Die letztere heißt Religion. Der Mensch ist ein Wirbeltier und hat eine unsterbliche Seele sowie auch ein Vaterland, damit er nicht zu übermütig wird. Der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt. Doch empfindet er dies als unnatürlich
und spricht nicht gern davon. Er wird gemacht, hingegen nicht gefragt, ob er auch gemacht werden wolle. Der Mensch ist ein nützliches Lebewesen, weil er dazu dient, durch den Soldatentod die Petroleumaktien in die Höhe zu treiben, durch Bergmanns Tod den Profit der Grubenherren zu erhöhen, sowie Kultur, Kunst und Wissenschaft. Der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem zu essen und zu trinken zwei Leidenschaften: Krach zu machen und nicht zuzuhören. Man könnte den Menschen geradezu als ein Wesen definieren, das nie zuhört. Wenn er weise ist, tut er damit recht, denn Gescheites bekommt er nur selten zu hören. Sehr gern hören Menschen Versprechungen, Schmeicheleien, Anerkennungen und Komplimente. Bei Schmeicheleien empfiehlt es sich, immer drei Nummern gröber zu verfahren, als man es gerade noch für möglich hält. Der Mensch gönnt seiner Gattung nichts. Daher hat er die Gesetze erfunden. Er darf nicht, also sollen die anderen auch nicht. Um sich auf einen Menschen zu verlassen, tut man gut, sich auf ihn zu setzen. Man ist dann wenigstens für diese Zeit sicher, dass er nicht davonläuft. Manche verlassen sich auch auf den Charakter. Der Mensch zerfällt in zwei Teile. In einen männlichen, der nicht denken will, und in einen weiblichen, der nicht denken kann. Beide haben sogenannte Gefühle. Man ruft diese am sichersten dadurch hervor, dass man gewisse Nervenpunkte des Organismus in Funktion setzt. In diesen Fällen sondern manche Menschen Lyrik ab. Der Mensch ist ein pflanzen- und fleischfressendes Wesen. Auf Nordpolfahrten frisst er hier und da auch Exemplare seiner eigenen Gattung. Doch wird das durch den Faschismus wieder ausgeglichen. Der Mensch ist ein politisches Geschöpf, das am liebsten zu Klumpen geballt sein Leben verbringt. Jeder Klumpen hasst die anderen Klumpen, weil sie die anderen sind, und hasst die eigenen, weil sie die eigenen sind. Den letzteren Hass nennt man Patriotismus. Jeder Mensch hat eine Leber, eine Milz, eine Lunge und eine Fahne. Sämtliche vier Organe sind lebenswichtig. Es soll Menschen ohne Leber, ohne Milz und mit einer halben Lunge geben. Menschen ohne Fahne gibt es nicht. Schwache Fortpflanzungstätigkeit facht der Mensch gern an. Und dazu hat er mancherlei Mittel. Den Stierkampf, das Verbrechen, den Sport und die Gerichtspflege. Menschen miteinander gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die herrschen, und solche, die beherrscht werden. Doch hat noch niemand sich selber beherrscht, weil der opponierende Sklave immer mächtiger ist als der regierungssüchtige Herr. Jeder Mensch ist sich selber unterlegen. Wenn der Mensch fühlt, dass er nicht mehr hinten hoch kann, wird er fromm und weise. Er verzichtet dann auf die sauren Trauben der Welt. Dieses nennt man innere Einkehr. Die verschiedenen Altersstufen des Menschen halten einander für verschiedene Rassen. Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie jung gewesen sind, oder sie vergessen, dass sie alt sind. Und Junge begreifen nie, dass sie alt werden können. Der Mensch möchte nicht gerne sterben, weil er nicht weiß, was dann kommt. Bildet er sich ein, es zu wissen, dann möchte er es auch nicht gern, weil er das Alte noch ein wenig mitmachen will. Ein wenig heißt hier ewig. Im Übrigen ist der Mensch ein Lebewesen, das klopft, schlechte Musik macht und seinen Hund bellen lässt. Manchmal gibt er auch Ruhe, aber dann ist er tot. Neben den Menschen gibt es noch Sachsen und Amerikaner, aber die haben wir noch nicht gehabt und bekommen Zoologie erst in der nächsten Klasse. Zur zoologischen Psychologie der Löcher. Dass die wichtigsten Dinge durch Röhren getan werden, beweise erstlich die Zeugungslieder, die Schreibfeder und schließlich unser Schießgewehr, Lichtenberg. Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist. Das Loch ist ein ewiger Kompagnon des Nicht-Lochs
Loch allein kommt nicht vor, so leid es mir tut. Wäre überall etwas, dann gäbe es kein Loch, aber auch keine Philosophie und erst recht keine Religion, als welche aus dem Loch kommt. Die Maus könnte nicht leben ohne es, der Mensch auch nicht. Es ist beider letzte Rettung, wenn sie von der Materie bedrängt werden. Loch ist immer gut. Wenn der Mensch Loch hört, bekommt er Assoziationen. Manche denken an Zündloch, manche an Knopfloch und manche an Goebbels. Das Loch ist der Grundpfeiler dieser Gesellschaftsordnung und so ist sie auch. Die Arbeiter wohnen in einem Finsteren, stecken immer eins zurück und wenn sie aufmucken, zeigt man ihnen, wo der Zimmermann es gelassen hat. Sie werden hineingesteckt und zum Schluss überblicken sie die Reihe dieser Löcher und pfeifen auf dem letzten. In der Ackerstraße ist Geburt Fluch. Warum sind diese Kinder auch gerade aus diesem gekommen? Ein paar Löcher weiter und der Assessor Examen wäre ihnen sicher gewesen. Das Merkwürdigste an einem Loch ist der Rand. Er gehört noch zum Etwas, sieht aber beständig in das Nichts. Eine Grenzwache der Materie. Das Nichts hat keine Grenzwache, während den Molekülen am Rande eines Lochs schwindlig wird. Weil sie in das Loch sehen, wird den Molekülen des Lochs festlich. Dafür gibt es kein Wort. Denn unsere Sprache ist von den Etwas-Leuten gemacht. Die Lochleute sprechen ihre eigene. Das Loch ist statisch. Löcher auf Reisen gibt es nicht, fast nicht. Löcher, die sich vermählen, werden eines, einer der sonderbarsten Vorgänge unter denen, die sich nicht denken lassen. Trenne die Scheidewand zwischen zwei Löchern. Gehört dann der rechte Rand zum linken Loch oder der linke zum rechten oder jeder zu sich oder beide zu beiden? Meine Sorgen möchte ich haben. Wenn ein Loch zugestopft wird, wo bleibt es dann? Drückt es sich seitwärts in die Materie? Oder läuft es zu einem anderen Loch, um ihm sein Leid zu klagen? Wo bleibt das zugestopfte Loch? Niemand weiß das. Unser Wissen hat hier eines. Wo ein Ding ist, kann kein anderes sein. Wo schon ein Loch ist, kann da noch ein anderes sein? Und warum gibt es keine halben Löcher? Manche Gegenstände werden durch ein einziges Löchlein entwertet. Weil an einer Stelle von ihnen etwas nicht ist, gilt nun das ganze Übrige auch nichts mehr. Beispiele: ein Fahrschein, eine Jungfrau und ein Luftballon. Das Ding an sich muss noch gesucht werden. Das Loch ist schon an sich. Wer mit einem Bein im Loch stäke und mit dem anderen bei uns, der allein wäre wahrhaft weise. Doch soll dies noch keinem gelungen sein. Größenwahnsinnige behaupten, das Loch sei etwas Negatives. Das ist nicht richtig. Der Mensch ist ein Nichtloch und das Loch ist das Primäre. Lochen Sie nicht. Das Loch ist die einzige Vorahnung des Paradieses, wie es hier nieden gibt. Wenn Sie tot sind, werden Sie erst merken, was Leben ist. Verzeihen Sie diesen Abschnitt. Ich hatte nur zwischen dem vorigen Stück und dem nächsten ein Loch ausfüllen wollen. Peter Panther. Kurzer Abriss der Nationalökonomie. Nationalökonomie ist, wenn die Leute sich wundern, warum sie kein Geld haben. Das hat mehrere Gründe. Die feinsten sind die wissenschaftlichen Gründe, doch können solche durch Notverordnungen aufgehoben werden. Über die ältere Nationalökonomie kann man ja nur lachen und dürfen wir selber daher mit Stillschweigen übergehen. Sie regierte von 715 vor Christus bis zum Jahr 1 nach Marx. Seitdem ist die Frage völlig gelöst. Die Leute haben zwar immer noch kein Geld, wissen aber wenigstens warum.
Die Grundlage aller Nationalökonomie ist das sogenannte Geld. Geld ist weder ein Zahlungsmittel noch ein Tauschmittel. Auch ist es keine Fiktion, vor allem aber ist es kein Geld. Für Geld kann man Waren kaufen, weil es Geld ist. Und es ist Geld, weil man dafür Waren kaufen kann. Doch ist diese Theorie inzwischen fallen gelassen worden. Woher das Geld kommt, ist unbekannt. Es ist eben da, beziehungsweise nicht da, meist nicht da. Das im Umlauf befindliche Papiergeld ist durch den Staat garantiert. Dieses vollzieht sich derart, dass jeder Papiergeldbesitzer zur Reichsbank gehen und dort für sein Papier Gold einfordern kann. Das kann er. Die oberen Staatsbankbeamten sind gesetzlich verpflichtet, Goldblomben zu tragen, die für das Papiergeld haften. Dieses nennt man Golddeckung. Der Wohlstand eines Landes beruht auf seiner aktiven und passiven Handelsbilanz, auf seinen inneren und äußeren Anleihen sowie auf dem Unterschied zwischen dem Giro des Wechselagios und dem Zinsfluss der Lombardkredite. Bei Regenwetter ist das umgekehrt. Jeden Morgen wird in den Staatsbanken der sogenannte Diskont ausgewürfelt. Es ist den Deutschen neulich gelungen, mit 3 Würfeln 20 zu trudeln. Was die Weltwirtschaft angeht, so ist diese verflochten. Wenn die Ware den Unternehmer durch Verkauf verlassen hat, so ist sie nichts mehr wert, sondern ein Pofel. Dafür hat aber der Unternehmer das Geld, welches Mehrwert genannt wird, obgleich es immer weniger wert ist. Wenn ein Unternehmer sich langweilt, dann ruft er die anderen und dann bilden sie einen Trust. Das heißt, sie verpflichten sich keinesfalls mehr zu produzieren, als sie produzieren können, sowie ihre Waren nicht unter Selbstkostenverdienst abzugeben. Dass der Arbeiter für seine Arbeit auch einen Lohn haben muss, ist eine Theorie, die heute allgemein fallen gelassen worden ist. Eine wichtige Rolle im Handel spielt der Export. Export ist, wenn die anderen kaufen sollen, was wir nicht kaufen können. Auch ist es unpatriotisch, fremde Waren zu kaufen. Daher muss das Ausland Einheimische als deutsche Waren konsumieren, weil wir sonst nicht konkurrenzfähig sind. Wenn der Export andersrum geht, heißt er Import, welches im Plural eine Zigarre ist. Weil billiger Weizen ungesund und lange nicht so bekömmlich ist wie teurer Roggen, haben wir den Schutzzoll, der den Zoll schützt, sowie auch die deutsche Landwirtschaft. Die deutsche Landwirtschaft wohnt seit 25 Jahren am Rande des Abgrunds und fühlt sich dort ziemlich wohl. Sie ist verschuldet, weil die Schwerindustrie ihr nichts übrig lässt. Und die Schwerindustrie ist nicht auf der Höhe, weil die Landwirtschaft ihr zu viel fortnimmt. Dieses nennt man den Ausgleich der Interessen. Von beiden Institutionen werden hohe Steuern gefordert und muss der Konsument sie auch bezahlen. Jede Wirtschaft beruht auf dem Kreditsystem, das heißt auf der irrtümlichen Annahme, der andere werde gepumptes Geld zurückzahlen. Tut er das nicht, so erfolgt eine sogenannte Stützungsaktion, bei der alle bis auf den Staat gut verdienen. Solche Pleite erkennt man daran, dass die Bevölkerung aufgefordert wird, Vertrauen zu haben. Weiter hat sie ja dann auch meist nichts mehr. Wenn die Unternehmer alles Geld im Ausland untergebracht haben, nennt man dieses den Ernst der Lage. Geordnete Staatswesen werden mit einer solchen Lage leicht fertig. Das ist bei ihnen nicht so wie in den kleinen Raubstaaten, wo Scharen von Briganten die notleidende Bevölkerung aussaugen. Auch die Aktiengesellschaften sind ein wichtiger Bestandteil der Nationalökonomie. Der Aktionär hat zweierlei wichtige Rechte. Er ist da, wo es das Geld gibt, und er darf bei der Generalversammlung in die Opposition gehen und etwas zu Protokoll geben, woraus sich der Vorstand einen sogenannten Sonnabend macht. Die Aktiengesellschaften sind für das Wirtschaftsleben unerlässlich. Stellen Sie doch die Vorzugsaktien und die Aufsichtsratsstellen her, denn jede Aktiengesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der rät, was er eigentlich beaufsichtigen soll. Die Aktiengesellschaften haftet dem Aufsichtsrat für pünktliche Zahlung der Tantiemen. Diejenigen Ausreden, in denen gesagt ist, warum AG keine Steuern bezahlen kann,
werden in einer sogenannten Bilanz zusammengestellt. Die Wirtschaft wäre keine Wirtschaft, wenn wir die Börse nicht hätten. Die Börse dient dazu, einer Reihe aufgeregter Herren den Spielclub und das Restaurant zu ersetzen. Die Börse sieht jeden Mittag die Weltlage an. Dies richtet sich nach dem Weitblick der Bankdirektoren, welche jedoch nur meist bis zu ihrer eigenen Nasenspitze sehen können. Schreien die Leute auf der Börse außergewöhnlich viel, so nennt man das, die Börse ist fest. In diesem Fall kommt am nächsten Tage das Publikum gelaufen und engagiert sich, nachdem bereits das Beste weggekauft und wegverdient worden ist. Ist die Börse schwach, so ist das Publikum allemal dabei. Dieses nennt man Dienst am Kunden. Die Börse erfüllt eine wirtschaftliche Funktion. Ohne sie verbreiten sich neue Witze wesentlich langsamer. In der Wirtschaft gibt es auch noch kleinere Angestellte und Arbeiter. Doch sind solche von der neuen Theorie längst fallen gelassen worden. Zusammenfassend kann gesagt werden, die Nationalökonomie ist die Metaphysik des Pokerspielers. Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben. Und füge noch hinzu, dass sie so gegeben sind wie alle Waren, Verträge, Zahlungen, Wechselunterschriften und sämtliche anderen Handelsverpflichtungen. Also ohne jegliches Obligo. Nie allein. Eine Seite des Proletarier-Schicksals aller Länder wird niemals beschrieben, nämlich die Tragik, die darin liegt, dass der Proletarier nie allein ist. So ist sein Leben. Geboren wird er im Krankenhaus, wo viele Mütter kreisen, oder in einem Zimmer, wo ihn gleich die Familie mit ihrem Anhang, den Schlafburschen, umwimmelt. So wächst er auf. Und es ist noch eine bessere Familie, wo jeder sein eigenes Bett hat. Alle aber, die so leben, leben ständig das Leben der anderen mit und sind nie allein. So ist seine Welt. Sein Haus hat viele Höfe und unzählige Familien wohnen hier, kommen und gehen, schreien und rufen, kochen und waschen, und alle hören alles. Jeder nimmt am Schicksal des anderen auf die empfindlichste Art teil, in der dies möglich ist, nämlich mit dem Ohr. Das Ohr des Proletariers lernt Geräuschlosigkeit nur in der Einzelhaft kennen. Im Maschinensaal arbeitet er mit den anderen, im Stollen mit der Belegschaft, am Bau mit den anderen. Nie ist er allein. Zu Hause nicht, nie ist er allein. Noch wenn er stirbt, stirbt er entweder in so einem schmierigen Loch oder im Krankenhaus und ist auch dann nicht allein. Man sage nicht, dass die Leute dies gewöhnt seien. Das erinnert an den Ausspruch jenes Kellners, der da beim Austernservieren sagt, ja, die Austern sterben sofort, wenn man die Schale öffnet, aber sie sind das gewöhnt. An so ein Leben, in dem man nie allein ist, gewöhnt man sich nicht. Man lebt es bitter bis zum Ende. Das hat gar nichts mit einem falschen Bürgerideal zu tun. Kollektivität und Solidarität stehen auf einem anderen Blatt. Die französischen Bauern umgeben ihre Besitzungen gern mit einer hohen Mauer. Deutsche Kleinsiedler haben eine immense Vorliebe für den Zaun, weil er ihnen Symbol für das Eigentum ist. Die neue Generation in Russland hat ein neues Lebensgefühl in die Welt gerufen und ist sich vielleicht weniger Feind, als das sonst unter Menschen üblich ist. Klassengenossen sollen solidarisch sein und kollektiv arbeiten und leben, gewiss. Aber gibt es ein menschliches Wesen, das da mehr sein will als nur Arbeitsmotor, Fortpflanzungsapparat und Verdauungsmaschine und das nicht den Wunsch hätte, einmal, nur ein einziges Mal allein zu sein? Hier liegen nicht nur die Körper zusammen, hier dünsten auch die Seelen aus. Und weil für keine Platz genug da ist, so ziehen sie sich zusammen und werden beengt, bedrängt und manchmal klein. Wie viel Mut, wie viel Energie dazugehört, um unter so niedriger Decke noch zu hoffen, zu arbeiten, den Gedanken des Klassenkampfes nicht trübe verklimmen zu lassen, die Frau, die Kinder, auch sie, nie allein.
Der Mensch von 1929 ist nicht mehr allein wie auf einer Ritterburg oder in einer Eremitenklause. Wie die Waben sitzen die Wohnungen in den Mietshäusern beieinander. Ist der Proletarier nicht sehr stark, ist er nicht durchdrungen von dem Gedanken, für seine Klasse zu kämpfen, dann entsteht eben jene Welt, drittes Quergebäude rechts, zweiter Hof. In dem ewig dunklen Gang hängen nicht nur die Eimer an den Wänden, an diesen Wänden klebt auch zäher Klatsch, Niedrigkeit, die aus der Not kommt. Die Menschen knurren sich an, weil sie zu nah aneinander wohnen. Wie kümmerlich die Versuche, in solchen Stellen so etwas wie ein Heim aufzubauen. Das muss dem Nächsten abgerungen werden, und es wird ihm abgerungen, unter steten Kämpfen, unter Seelenqual und Bitternis. Nie sind diese Leute allein. Lebt der deutsche Arbeiter so? Ein großer Teil lebt so und tut seine Arbeit und hat Sehnsucht nach einem anderen Leben und quält und schindet sich und ist nie allein. Der Primus, Weltbühne 1925. In einer französischen Versammlung neulich in Paris, wo es übrigens sehr deutschfreundlich herging, hat einer der Redner einen ganz entzückenden Satz gesagt, den ich mir gemerkt habe. Er sprach von dem Typus der Deutschen, analysierte ihn nicht ungeschickt und sagte dann so ganz nebenbei: Der Deutsche gleicht unserem Primus in der Klasse. Wenn es mir die Leipziger neuesten Nachrichten nicht verboten hätte, hätte ich Hurra gerufen. Können Sie sich noch auf unseren Klassenprimus besinnen? Kein dummer Junge, beileibe nicht. Fleißig, exakt, sauber, wusste alles und konnte alles und wurde zur Förderung der Disziplin vom Lehrer gar nicht gefragt, wenn ihm an der Nasenspitze anzusehen war, dass er diesmal keine Antwort wusste. Der Primus konnte alles so wie wir anderen, wenn wir das Buch unter der Bank aufgeschlagen hatten und ablasen. Meist ist er nicht einmal ein ekelhafter Musterknabe. Das waren die Streber auf den ersten Plätzen, die gern Primus werden wollten. Er war im Großen und Ganzen ein ganz netter Mensch, wenn auch eine leise Würde von ihm sanft ausstrahlte, die einen die letzte Kameradschaft niemals empfinden ließ. Der Primus arbeitete wirklich alles, was aufgegeben wurde. Er arbeitete mit Überzeugung, mit Pflichtgefühl. Er machte seine Arbeit um der Arbeit willen und er machte sie musterhaft. Schön und gut. Da waren aber auch noch andere in der Klasse, die wurden niemals Primus. Das waren Jungen mit Fantasie. Kein Primus hat Fantasie. Jungen, die eine fast intuitive Auffassungsgabe hatten, aber nicht seine Leistungsfähigkeit. Jungen mit ungleicher Arbeitskraft, schwankende, ewig ein wenig suspekte Gestalten. Sie verstanden ihre Dichter oder ihre Physik oder ihr Englisch viel besser als die anderen, besser als der ewig gleich arbeitsame Primus und mitunter besser als der Lehrer. Aber sie brachten es zu nichts. Sie mussten froh sein, wenn man sie überhaupt versetzte. Es müsste einmal aufgeschrieben werden, was Primi so späterhin im Leben werden. Es ist ja nicht gerade gesagt, dass nur der Ultimus ein Newton wird und dass es schon zur Dokumentierung von Talent oder gar Genie genügte, in der Klasse schlecht mitzukommen. Aber ich glaube nicht, dass es viele Musterschüler geben wird, die es im Leben weiter als bis zu einer durchaus mittelmäßigen Stellung gebracht haben. Der Deutsche, wie er sich in den Augen eines Romanen spiegelt, ist zu musterhaft. Pflicht, Gehorsam, Arbeit. Es wimmelt nur so von solchen Worten bei uns, hinter denen sich Eitelkeit, Grausamkeit und Überheblichkeit verbergen. Das Land will seine Kinder alle zum Primus erziehen. Frankreich seine zum Beispiel zu Menschen. England zu Männern. Die Tugend des deutschen Primus ist ein Laster. Sein Fleiß eine unangenehme Angewohnheit, seine Artigkeit Mangel an Fantasie. In der Aula ist eine große Nummer und auch vor dem Herrn Direktor. Draußen zählt das alles nicht gar so sehr. Deutschland, Deutschland, über alles kann man dir hinwegsehen,
aber dass du wirklich nur der Primus in der Welt bist, das ist bitter. Was darf Satire? Berliner Tageblatt 1919. Aber man muss doch seine Freude haben können an der Kunst. Man kann viel mehr haben an der Kunst als seine Freude, Gerhard Hauptmann. Wenn einer bei uns einen guten Witz macht, dann sitzt halb Deutschland auf dem Sofa und nimmt übel. Satire scheint eine durchaus negative Sache. Sie sagt nein. Eine Satire, die zur Zeichnung einer Kriegsanleihe auffordert, ist keine. Die Satire beißt, lacht, pfeift und trommelt die große, bunte Landsknechttrommel gegen alles, was stockt und träge ist. Satire ist eine durchaus positive Sache. Nirgends verrät sich der Charakterlose schneller als hier. Nirgends zeigt sich fixer, was ein gewissenloser Hans Wurst ist. Einer, der heute den angreift und morgen den. Der Satiriker ist ein gekränkter Idealist. Er will die Welt gut haben. Sie ist schlecht. Und nun rennt er gegen das Schlechte an. Die Satire eines charaktervollen Künstlers, der um des Guten willen kämpft, verdient also nicht diese bürgerliche Nichtachtung und das empörte Fauchen, mit dem hierzulande diese Kunst abgetan wird. Vor allem macht der Deutsche einen Fehler. Er verwechselt das Dargestellte mit den Darstellenden. Wenn ich die Folgen der Trunksucht aufzeigen will, also dieses Laster bekämpfe, so kann ich das nicht mit frommen Bibelsprüchen, sondern ich werde es am wirksamsten durch die packende Darstellung eines Mannes tun, der hoffnungslos betrunken ist. Ich hebe den Vorhang auf, der schonend über die Fäulnis gebreitet war, und sage, seht, in Deutschland nennt man dergleichen Krassheit. Aber Trunksucht ist ein böses Ding. Sie schlägt das Volk und nur schonungslose Wahrheit kann da helfen. Und so ist das damals mit den Weber-Elend gewesen und mit den Prostituierten ist das heute noch so. Der Einfluss Krewinkels hat die deutsche Satire in ihren so dürftigen Grenzen gehalten. Große Themen scheiden nahezu völlig aus. Der einzige Simplicissimus hat damals, also noch die große rote Bulldogge rechtens im Wappen führte, an all die deutschen Heiligtümer zu rühren gewagt, an den brüllenden Unteroffizier, an den stockfleckigen Bürokraten, an den Rohrstockbauker und an das Straßenmädchen, an den fettherzigen Unternehmer und an den näselnden Offizier. Nun kann man gewiss über all diese Themen denken, wie man mag, und es ist jedem unbenommen, einen Angriff für ungerechtfertigt und einen anderen für übertrieben zu halten. Aber die Berechtigung eines ehrlichen Mannes, die Zeit zu peitschen, darf nicht mit dicken Worten zunichte gemacht werden. Übertreibt die Satire? Die Satire muss übertreiben und ist ihrem tiefsten Wesen nach ungerecht. Sie bläst die Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird, und sie kann gar nicht anders arbeiten, als nach dem Bibelwort, es leiden die Gerechten mit den Ungerechten. Aber nun sitzt zutiefst im Deutschen die leidige Angewohnheit nicht in Individuen, sondern in Ständen, in Kooperationen zu denken und aufzutreten und wehe, wenn du einer dieser zu nahe trittst. Warum sind unsere Witzblätter, unsere Lustspiele, unsere Komödien und unsere Filme so mager? Weil keiner wagt, dem dicken Kraken an den Leib zu gehen, der das ganze Land bedrückt und da hockt, fett, faul und lebenstötend. Nicht einmal dem Landesfeind gegenüber hat sich die deutsche Satire herausgetraut. Wir sollten gewiss nicht den Scheußlichen unter den französischen Kriegskarikaturen nacheifern, aber welche Kraft lag in denen, welche elementare Wut, welcher Wurf und welche Wirkung? Freilich, sie scheuten vor gar nichts zurück. Daneben hingen unsere bescheidenen Rechentafeln über U-Boot-Zahlen, taten niemandem etwas zuleide
und wurden von keinem Menschen gelesen. Wir sollten nicht so kleinlich sein. Wir alle, Volksschullehrer und Kaufleute und Professoren und Redakteure und Musiker und Ärzte und Beamte und Frauen und Volksbeauftragte, wir alle haben Fehler und komische Seiten und kleine und große Schwächen. Und wir müssen nun nicht immer gleich aufbegehren, schlechter Meister, wahret eure heiligsten Güter, wenn einer wirklich einmal einen guten Witz über uns reißt. Boshaft kann er sein, aber ehrlich soll er sein. Das ist kein rechter Mann und kein rechter Stand, der nicht einen ordentlichen Puff vertragen kann. Er mag sich mit denselben Mitteln dagegen wehren, er mag widerschlagen, aber er wende nicht verletzt, empört, gekränkt das Haupt. Es wehte bei uns im öffentlichen Leben ein reinerer Wind, wenn nicht alle übel nähmen. So aber schwillt ständiger Dünkel zum größten Wahn an. Der deutsche Satiriker tanzt zwischen Berufsständen, Klassen, Konfessionen und Lokaleinrichtungen einen ständigen Eiertanz. Das ist gewiss recht graziös, aber auf Dauer etwas ermüdend. Die echte Satire ist blutreinigend. Und wer gesundes Blut hat, der hat auch einen reinen Teint. Was darf die Satire? Alles.